Hey Leute, herzlich willkommen zum neuen Video bei mir. What's up, fuckers? Heute habe ich mir nicht um was Besonderes überlegt. Ich habe einfach noch ein paar Aufnahmen, die eigentlich so relativ random entstanden sind. Ich würde die jetzt ungern einfach wegschmeißen, aber vollständig verarbeiten will ich sie irgendwie auch nicht. Deswegen habe ich sie einfach so ein bisschen auseinandergepflückt, sage ich mal, und habe mir die besten Szenen ausgesucht. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei und damit geht's los. Kann das ein Tinkerer hat, ne? Sehen kann, wer es ist. Immer so. Nein. Okay. Der Perk wird nicht genutzt. Okay. Aber meinst du nicht, wir hören es trotzdem mit der Kettensäge? Nein. Oh! Nimm das! Ja, so viel dazu! So ja, viel dazu! Bringt er dich hierher? Nee, ich weiß, bist du das? Ja, das bist du. Er hat es schon gesehen, er ist zurückgegangen. Komm zurück! Ich will dich bambuseln! Oh, ich hab gar kein Breakup dabei. Und tschüss. Du schaffst das nicht mehr. Ah, trotzdem gelangt. Muss er weit genug weg sein, damit ich ihn sehen kann? Mit dem Perk? Sagen wir es mal so. Er stand quasi in deiner Nase. Also, glaube ich, brauchtest du keinen Perk, um ihn zu sehen. Ich habe mich trotzdem einmal ringsherum gedreht und habe nichts gesehen. Jetzt, wo der zweite Gen aufgeploppt ist, habe ich ihn gesehen. Ui, Alter. Müssen wir es nicht trotzdem hören wie in der Kettensäge, ey. Halt dein Maul, ey. Ey, komm, ich hätte gedacht, dass man die Kettensäge hört, Mann. Also, wie blöd muss man sein, um das nicht zu sehen oder zu hören, so. Ja. Ich würde nicht sagen, aber mich hat er ja nicht gehittet. Generator. Hehe, ich lieg oben, Leute, ich lieg oben. Boba, Boba. Wir sind dann weg. Nein! wie hat er dich den Saal wieder nicht getroffen? Er hat die Wand geschlagen. Upsi. Ja, ich hab dich. Und die Wand so, nope. Ist er hinter dir her oder hinter mir? Ja, hinter mir. Okay, dann ist er gut. Kommt die letzte dich abholen? Nö, macht einen Gen. Also quasi, jetzt wussten wir sozusagen schon. Ich bin so ein greedy Stück Scheiße, ey. Oh, da ist auch ein Gen, cool. Ups, Killer-Check-Palette ist weg. Ja. Let's get safe! Hat funktioniert. Was? Hast du gerade echt einfach dein Medkit hingelegt? Ja. Oh, hä? Mann, ich hab sie gerettet. Ja, du bist ein richtiger Held, ey, wirklich. Upsa! Holy smokes. Medkit safe. Ob du bist, hab ich gefragt. Ja, aber was hat das damit zu tun? Ich zieh das Ding jetzt hier durch. Nice. Achtung, weg da! Kein Bock auf mich. Oh, da war ich zu greedy. Ey, Karamba! Ich krabbel mal ein bisschen weg, Kevin. Hallo, könnt ihr den hacken? Könnt ihr den hacken? Nice! Ja. Oh nein. Di-di-di-din. Oh no. Warum habe ich hier direkt zwei Zombies am Start?
Der Zombie verfolgt dich. Ich glaube, er ist nicht schnell genug. Naja. Wer wird zuerst schaffen? Der Zombie oder ich? Mich hat sie nicht gesehen. Ja. Kevin, ich brauche jetzt schon mal deine Hilfe. Ich bin ja da. Genino. Ja, Mist. Hello, guys. Hat sie mich gesehen, ja. Ui. Ja, sie ja, hat sie. Und trotzdem verkackt sie den Blink. Lol. Alles klar. Aber sah schon geil aus, wie sie dich gemimst hat heute, ey. Lol. Die andere wieder? Ja. Nee. Lol. Nee. Oh, lol. Nope. Nee. Das war kinda waste of my dead heart, aber ist okay. Oh. Upstairs! Achtung. Luperino. Upsi. Achtung. Oh, fuck. Und upstairs it is! No! Oh, schade. Ja, der will ja auf jeden Fall diesen einen haben. Wenn ich jetzt Borrow Time dabei hätte, ne? Ich hab Borrow Time dabei. Hm. Also Saw hier ist auf 99. Dann nehme ich wohl den ersten Hit. Nehme ich wohl den zweiten Hit. Borrow jetzt. Time! Daneben! Oh Gott. Oh, was ist das für eine Schwitzfiesta? Wo geht er hin? Ja, ja. Wo, jagt er dich? Mich nicht, nein. Okay, wir sind alle am Ausgang. Jo, ich auch. A few moments later.
verlieren muss gerade so platzend vor Wut. Ich habe nur ihn gehört, dass er hinter mir her ist und habe gedacht so, oh Scheiße. The dog's loose. Ich hatte gerade ein bisschen Angst. Ey, wenn jetzt nochmal Rich kommen wäre, ne? Oh. Ah, ah. The Nagelheads. Pinnkopf. Ich geh mal direkt zur Box, ne? Richtig Bock drauf. Ja, wenn bist du bereit, mich zu befreien, weil er ist nämlich schon bei mir. Ah. Ich komm schon mal auf dich drüber ran. Alter, der ist keiner lost. Hose. Nice. Box ist weg. Oh! Daneben. Okay. Oh, ich laufe in Kisten rein. Das ist nicht er so hat gut. Mich verloren. Ja, ja, er wollte mir die Ketten ins Gesicht rammen. Kannst du hier hinten in die Ecke kommen? Ja. Oh, es war ich zu greedy. Nein, waste the pellet. Da ist ein Totem. Ja, ich muss uns schnell zu Niklas holen. Wo? Und dann mache ich alleine weiter. Upsi. Ja. Super leid um die Wasted Pellet. Machst du den Würfel oder nicht? Nee, ich mach den Nino. Oh, ich war zu greedy. Los, Kevin, deine Chance. Ah, der Bringer. Rechts ist ein Haken und links ist ein Haken. Oh, lol. Alles klar. Oh, okay. We got that. Ja, und das fällt, glaube ich, so ein bisschen unter die Kategorie, wer den Schaden hat und so weiter. Aber dazu noch angemerkt, das erlebe ich leider sehr oft im Endgame-Chat. Wenn jemand klar verkackt hat oder auch da vielleicht disconnected, gerade beim Killer ist es doch oftmals sehr, sehr lustig im Moment. Aber kein Grund deswegen im Endgame-Chat noch irgendwie, sag ich mal, besonders Salz hinterher zu streuen. Aber neben dieser Randbotschaft fand ich es eigentlich ziemlich lustig, das zu schneiden. Einfach mal durch die ganzen Games mal durchzugehen und mich so ein bisschen durchzuforsten und wenn man das Ganze so schneidet, erlebt man ja die Momente auch so teilweise so ein Stück wieder und erinnert sich an den Abend oder an den Tag, wo man das Ganze dann aufgenommen hat und sowas. Ich finde das ziemlich lustig. Ich glaube, das ist ein Prinzip, was ich ganz gerne auch beibehalten würde, immer wieder mal. Also sofern genug Sachen da sind, das einfach mal so ein bisschen zusammenzuschneiden. Und wenn es am Ende nur für mich ist, dass ich beim Schneiden Spaß habe. Ich hoffe aber, ihr hattet auch dabei Spaß und ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.